Greta ist jetzt bei der Base. Zu dem Punkt. Okay. Jo. Wenn du gerade zu Haus kommst, hast du unsere Base. Shit. Aber die haben manchmal ganz schön Probleme, hier hochzukommen. Ja. Auch schon. Kannst du mal wieder draufsteigen, falls du. Gerade zu. Ja. Jo, ich seh's. Nee, ich kann gar nichts machen. Läuft der denn jetzt schon wieder weg, ey? Kannst du mir in den Kopf schießen? Ja. Oh. Ich dachte gerade. War schon nice. Schon sehr nice. Ryan, Erfolgs. Ryan hat jemand getötet. War auch nice. War ein gutes Gefühl, ja? Meinst du? Ja. So, ich hoffe, ich krieg mein Zeug wieder. Ja, da kommst du nicht durch, mein Kleiner. Sehr übelst nice. Ah, oh, der macht Schaden an Stein. Ein Schaden. Stimmt, die machen ja Schaden an Steinstrukturen. Der würde bestimmt noch so Baseblatt machen. Wahrscheinlich, der war hier drin. Wenn er könnte, würde er wahrscheinlich. Ja, würden wir ganz lange hauen lassen? Wäre alles in Schutt und Asche. Oh, das ist so cool auf der Katze. Das ist so cool. Könnte vielleicht. Hier kommt Damage-Meldung. 280, 250. Oh. Ja, neben und bei uns in der Base, wo ich gerade den Vogel jetzt hier. Kann sein, guckt euch gleich mal vorbei. Oh, der hat 3800 Leben. Jetzt schon. Das ist gut. Der wird auch so 5500 haben, wenn er getrennt ist. Den Honi, ja. Ich muss mir die Stelle merken. Da läuft einer am Rand lang, wer ist das? Komm mal runter zu dem Dimo, da ist der Vogel. Ja, ich weiß. Da liegt der. Ich habe jetzt auch noch nichts reingehauen, das machen wir dann gleich. Ich muss erstmal Hunger bekommen. Und wo kam die Damage-Meldung her? Wir haben noch 13 Minuten. Hm. Juhu, ja, bis dahin haben wir den Vogel, denke ich. Hoffe ich, die dauern nochmal ein bisschen. Hast du denn noch Papier an? Weil das fahr auch jetzt gerade schnell. Das ist bestimmt irgendwo ein Busch, oder? Ja. In der Busch. Seid ihr was weit noch? Jo, mal ruhig. Okay, ich sehe leider gerade keinen mehr. Ach da. Die Katze ist mein Lieblingstier. 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 Ey, da rumzuspringen damit, das macht so Spaß. Lieblingstier. Das Beste ist ja wegen dem Fallschaden, ey. Das ist. Jetzt haben aber auch schon ein paar Zuschauer gemutmaßt, dass das meine Lieblingstier werden könnte. Wir brauchen Pinguine, Pinguine, Pinguine. Oh, ich muss eigentlich darüber. Oh, da sind ganz viele Pinguine. Ich habe noch 7 Minuten. Mal sehen, wie viel Polymer hier ich jetzt noch zusammenbekomme. Krass, dass hier auch Pinguine sind, so viel. Okay, die kriegt nur 92, die Katze, das muss man mit der Keule machen. Aber ich habe mir ja echt der Holz davor besorgt. Für Klappen. Ey, die Katze, Leute, ist doch perfekt zum Polymerfarmen. Warum? Man kommt doch dann noch den Felsen wieder hoch zum Stargate direkt. Das fand ich auch gut. Ey, wir sind aber auch ein paar Dussel, ey. Die ist quasi. Das ist der beste Dino dafür, um das schnell hin und zurück zu machen. Mhm. Ja, das ist angenehm, stimmt. So, okay, jetzt kommt jetzt die erste Polymerfuhre. Übrigens auch nochmal Hallo an die Zuschauer und einen wunderschönen guten Tag. Ja, neue Session geht jetzt quasi los. Wir sind heute etwas unterbesetzt. Wir sind heute nur 6 Leute. Müssen wir mal gucken. Wir werden auf jeden Fall so gut wie möglich alles vorbereiten wegen dem Boss, wegen der Spinne. Und also die hat sich sogar schon ein bisschen rumprobiert, ne? Also das quasi auf einem Testserver, also auf einem anderen Server mit gleichen Einstellungen, hat er mal schon ein bisschen geguckt und so.
Ja. Was so alles geht. Was so alles geht und so. Muss mal gucken. Und jetzt, übrigens, es kam auch gerade in der Servermeldung, die Einstellungen sind jetzt komplett angepasst, ne? Also, die Spinne auf Mittel, die bringt jetzt irgendwie 550 Polymer und die Spinne auf Schwer bringt jetzt über 1000, Polymer ist aber schon ein Element. Die Spinne auf Schwerpunkt über 1000 und so weiter und so weiter. Das haben wir jetzt alles angepasst. Als Startpunkt dient sozusagen die Spinne auf Leicht. Die bringt jetzt 200 Element. Warte mal, hier komme ich nicht durch. So. Na, wer ist das? Und Gewinnanforderung, Bugs, hatten wir jetzt 3000 Element gesagt? Ja. Hast du das auch schon reingeschrieben, die Servermeldung? Ja, ja, steht alles in der Servermeldung oben drin. Alles klar. Also wir brauchen jetzt, erst haben wir ja mit 500 Element angefangen, ne, dass man das braucht. Dann hatten wir das ja verdoppelt, das Reward. Also auch dann, dass man 1000 Element braucht, um das Finale zu triggern. Und dadurch, dass wir es jetzt so massiv erhöht haben, machen wir jetzt 3000. Das große Problem wird jetzt aber eh nicht mehr, das Element zu grinden. Das größte Problem wird, glaube ich, eine Drachentrophäe zu bekommen. Also man braucht jetzt jeweils eine Boss-Trophäe und 3000 Element. Und dann kann man, wenn man will, das Finale-Event triggern, sozusagen. Aber nur um das mal klarzustellen, beim Drachen, da wir ja ohne Flugtiere spielen, beim Drachen kann man sowieso keine Flugtiere mitnehmen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, weil das hat irgendeiner hat das argumentiert von, in dem Tribe Skype Chat, also wo wir hier alle Tribes von dem Projekt mit drin haben. Das Argument ist obsolet, das stimmt. So, ich hau das Polymer, da wo die zwei Superforges sind, die schwarzen, also in den Unterraum hau ich alles rein, okay? Jo, perfekt. Ich würde es gleich nochmal losziehen. Ich bräuchte noch ein bisschen Platz. So Leute, und nochmal an alle hier, also im Tribe jetzt. Packt euch alle Metallpfeile und so auch ein. Mindestens so 50 Stück. Und sobald ihr einen T-Rex seht oder einen Pronto seht, der irgendwie low ist, so unter 40, 50, killt ihn. Wir brauchen so viel wie möglich die Arme und Beine und was die auch immer droppen, damit wir die Bosse machen können. Weil ich hatte jetzt immer die letzten Sessions den Eindruck, dass die dir und ich die einzigen waren, die da immer ein bisschen dran gedacht haben. Weil man vergisst das übelst schnell, dass man die killen soll. Für die Ressourcen. Beam, wo stehst du gerade? In der Base. Komm mal ins Hinterzimmer, wo die anderen zwei Forges stehen. Okay, ich komm gleich. Da wo Garfield steht. Das ist ultra witzig. Halt. Wenn ich komme gleich. Muss mal ganz kurz hier aufräumen, ein kleines bisschen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir uns erstmal so ein bisschen von der Niederlage gegen die Spinne und von den kleinen Angriff da von Ritter Darudin ein bisschen erholt haben. Hoffen mal, dass das jetzt erstmal so bleibt und wir uns weiter ausbauen können. Wir haben ja übelst viele krasse Vögel gefunden. Und so. So, Guck mal hier. Wohin? Drin. Moment, komm mal hier. Wo sind denn die Schocken? Oh nein, was ist da denn schon wieder? Ist das Greta? Was ist das? Greta, was machst du bitte? Alter, das fallen mir so viele Sprüche dazu ein, die falsch sind, die ich jetzt nicht aussprechen werde. Bitte, was ist das? Ist das so ein Stiepitzer? Das ist so ein... Nee, ein Trodon ist das. Der ist übelst Akku wenn es dunkel ist. Ach ja, und übrigens, wir müssen mal unbedingt mehr von diesen Stunvögeln, also überhaupt mal damit anfangen, die auch mitzunehmen, so. Ja, weil die, glaube ich, wirklich ziemlich stark sind. Ah, oh, guck mal, wer hat jetzt gekackt? Greta oder das Vieh? das war... Oh Mann, es gibt einfach so viele Dinos mittlerweile, das ist übelst heftig. Ich finde das übelst cool. Ryan, hast du letzte Session diese Shocking Darts gemacht? 20. Nee, ich habe nicht die... Was hast du dafür? Ach doch, jetzt habe ich die Engram Points. Okay. Okay, also Shocking Darts brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Richtig viel. Also mit richtig viel meine ich so mehrere hundert. Ja, so vielleicht mal so 400-500 anpeilen. Wir brauchen dann noch dieses Zeug von den Quallen, oder? Ja. Ja. Also ich habe es jetzt gelernt. Okay, ich gehe erstmal Polymer holen. Da muss ich mich dann noch Barbara, glaube ich, hauen am besten. Und den Crossbow die dann killen. Also Ryan, wenn du mal kurz nichts zu tun hast, kannst du mir mal so 100 Steinpfeile machen. Aber vielleicht haben wir auch noch welche, ich weiß es nicht. Damit ich die Quallen killen kann. Jo. Ach scheiße, jetzt habe ich Wood und Tetch weggehauen, das brauche ich ja eigentlich. Schon Fleisch reingetan? Nein.
Gut, dann guck ich mal wegen. Ab. Ah, das ist so gut. Der Tiger ist so gut. Dann sind einfach mal 10.000 Pinguine. What the fuck? So einen jugendlichen Pinguin mit einem Metallpfeil in den Kopf schießen ist auch ein bisschen übertrieben, oder? Ey, 900 Schaden ins Gesicht. Autsch. Oh Mann. Beim RIP gleich heißt mittlerweile, ich habe nur noch 190 Leben. Ja. Naja, es gab eine Zeit, da war das mein Maximum. Ich habe eine Journeyman Assault Rifle gefunden. Ernsthaft? Mhm. Also davon, das ist eigentlich ganz geil für die Spinne so, ne? Also am geilsten wären mit Compombo bessere Qualität, das wäre richtig nice. Ja, schon, dann müssen wir unter Wasser rückwärts fahren. Macht das dir bestimmt auch, oder? Ja. Ja. Okay. Hat einen Schaden gemacht. Mauro, wo bist du denn? Ach da, neben dir. Welches Ding nimmst du? Ja, ich überlege gerade, welcher sinnvoll wäre für uns. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen wir halt so ein Bronto oder halt hier so ein Vogel, den wir letztens getämmt haben. Weiß nicht, was sinnvoller ist, was man unter. Ich bin gerade in der Unterwasserhöhle. Oh. Ich habe auch das Artefakt genommen. Dein Ichi wurde getötet? Was? Mein HD ist tot? 84er? Ah, bei mir sind gerade zwei Spieler. Vom was? Von Megalodon, Level 16. Ist. Okay, jetzt komm ich ins Spiel. Du musst den Megalodon zählen. Oder hast du nichts zum Zählen dabei? Eigentlich habe ich ein paar Felder, ne? Aber ich habe keinen Sattel. Ja, stimmt. Sattel. Ich weiß nicht, ob es hier HD ist oder tot. Okay, also gegen zwei Spiele lege ich mich jetzt nicht an, ich habe kaum noch Leben, ey, ich mach nach Hause. Also ich wäre soweit. Das ja, Hochklettern hat gerade überhaupt nicht funktioniert.
Nur mit dem Bronto wäre ein bisschen zu langsam, oder? Nee, der ist gleich hier um die Ecke. Achso, okay, ja gut, dann nehme ich ihn. Scheiße, ich komme kein Struktur dabei. Tor raus und dann rechts. Oh, die verfolgen mich, Leute. Oh, nee. Können die unter Wasser irgendwas machen? Mit was sind die unterwegs? Frosch. Nee, Frosch. Nee, mit dem Frosch kannst du unter Wasser nichts machen. Okay. Die können höchstens den Crossbow nehmen und dich damit abschießen. Hm. Können wir vom Frosch aus runterschießen? Ja. Gut. Ja, ich muss ganz schnell über die Klippe einfach rüber. Ich habe halt kaum noch Leben, das ist das Problem. Mhm. Laufen? Sollen wir die vielleicht entgegenkommen? Also in der Richtung, hinter diesem Fels da, wo ich gerade hinschaue, da ist der dann. Okay. Ja, der Brot hat wenig Stamina gerade. Okay. Oh, das ist frisch. Ah, wenn ich halt wegen dem Leck nicht so wenig Leben hätte, ey, dann wäre alles cool. Mach ich schneller! Okay, ich bin Sicherheit. Also, ich merke jetzt hier momentan keine Lecks. Vielleicht ist es bei dir jetzt so? Nee, ich hab auch. Ich hab eigentlich immer Lecks. Naja, das war vorhin gravierend gewesen. Es war halt eine sensible Stelle, wo man schnell runterfällt, wenn es leicht Latenz gibt. Und bin ich halt mal runtergefallen. So, ich muss ganz schnell nach Hause gehen, ey. Der wird hier runter? Warte, ich schau grad. Ich guck mal, ob der doch da ist. Es ist halt ultra unangenehm, weil die Katze nicht mir ist. Ich brauche eine eigene. Dann stört es mich weniger, wenn ich mich dann im Kampf stürze. Jo, der ist hier hinter dem... Alter, ich bin übelst am Zittern, Mann, krass. Ist, dabei war jetzt gar nichts Krasses passiert. Lauf mal den Abhang runter. Okay. Ich versuch grad den ein bisschen zu abzulenken. Ich muss es ja vorzeitig abbrechen. Das Problem ist, jetzt da hinmachen macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil jetzt werden die da erstmal mit den Fröschen fahren. Ich würde mich jetzt wahrscheinlich auf den auf Barbara hauen und Quallen killen, also 3.000-4.000 von dem komischen Zeug da farmen für die Shockdarts. Jo. Ja, da brauche ich aber Scuba. Ich habe keinen Scuba dabei gehabt. Sind ja auch Quallen davor. Ist ja gar nicht ins Schneegebiet. Ja, kack nochmal, genau. Oh, unsere alte Base. Was wäre wohl passiert und wie wären wir jetzt wohl so, wenn wir die Base behalten hätten? Da hinten ist eine Qualle. Ah, die leuchten ja richtig im Dunkeln, das ist super. Drehattacke, Drehattacke.
Ich habe fast so den Eindruck, kann man nicht hier auch Perlen farmen? Das ist doch auch relativ gut hier, der Spot. Nicht immer ein Schneegebiet machen. So, okay, Quallen töten. Ich habe immer so eine leichte Latenz, ey. Ja, ich hab's auch gerade. Ich habe echt Angst vor den Quallen. Drei Biotoxin war ein. Ich brauchte mal für einen Pfeil, ne? Ich bin hier ganz täuschig. Jo. Okay, eine Qualle bringt also so ungefähr 130 Pfeile. Ja, das. Das ist ein Megalodon. Die brauchen wir ja auch noch, die Zähne, ne? Jo. Okay, ja, ich geh erstmal die Quallen jetzt hier. Siehst du einen grünen Airdrop? Ja, ganz weit hinten. Ach, shit. Ist wohl. Der blockiert wohl was, oder wie? Nee, ich bin in der Nähe. Ich hab doch die Waffe. Vielleicht kannst du die mit nach Hause nehmen. Den Trop? Ja. Der ist übelst weit weg. Sieht zumindest so aus. Oh, fuck, die kommen gerade gefährlich, ne? Ah, ich wurde gestunt.